Ich hab's. Konzentrier dich, genau hier. Wir machen Drink. Du und ich. Für immer. Du und ich. All ihr Ehefrauen. Wir Männer verlangen viel von euch. Wir verlangen Stärke, ein Essen auf dem Tisch, ein sauberes Heim und vor allem Verschwiegenheit. Jungs und ihr Spielzeug, immerhin sind sie beschäftigt. Willkommen im Victory-Projekt. Wir sind alle hier, weil wir an die Mission glauben. Was tun wir? Wir verändern die Welt. Was tun wir? Wir verändern die Welt. So ist es. Was glaubt ihr? Was machen sie wirklich da draußen? Was meinst du? Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist. Wisst ihr, was das Victory-Projekt genau ist? Habt ihr je gefragt? Was du? Bitte. Was passiert hier eigentlich? Hör auf, Alice. Was, wenn wir hier in Gefahr sind? Was, wenn... Hör auf! Nein. Jack. Schon gut. Ich möchte gern hören, worauf sie hinaus will. Du musst mir zuhören. Sie belügen uns die ganze Zeit. Wir gehen nicht mehr zurück. Wir marschieren nach vorne. Alle tun so, als wäre ich verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Unser gemeinsames Leben. Das können wir verlieren. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Die Hügel von Istanbul können dich töten. Wenn du als Müllsammler arbeitest und ständig mit diesem Karren unterwegs bist, musst du dich daran gewöhnen.
Ich mache diesen Job nun seit 15 Jahren. Ich arbeite 2 Monate in Istanbul, dann fahre ich in meine Heimat und komme wieder zurück. Eigentlich ist das kein guter Job, aber bei uns gibt es keine Arbeit, deswegen kommen wir hierhin. Wir Roma machen diese Arbeit wirklich gerne. Wenn ich jetzt einen Anzug anziehen würde, hätte ich ja trotzdem nur Augen für den Müll auf der Straße. Sonst würde mir etwas fehlen. Ich frage mich ständig, was ist in diesen Säcken? Ich bin jetzt in der letzten Klasse bei meinem Fernstudium an der FH. Danach mache ich die Aufnahmeprüfung für die Uni. Wenn ich hier bin, muss ich gleichzeitig arbeiten und lernen. Das ist manchmal ziemlich schwer für mich. Mein Müll war heute 25 Lira wert. Davon habe ich Obst, Gemüse, alles, was wir im Haushalt brauchen, gekauft. Das heißt, heute können wir mal wieder überleben. Wir haben uns gestritten, meine Ex-Frau und ich, über unnötige Dinge. Man kennt das ja. Wenn der Film reißt, kannst du ihn nicht wieder zusammenkleben. Ich habe mich nicht getrennt. Ja, ich habe mich getrennt. Es war nicht einfach, aber wir haben uns getrennt. Es ist ein gutes Gefühl, hier zu sein. Es ist viel besser als in den großen Städten. Hier ist frische Luft und es ist der Ort, an dem wir geboren sind. Hier überleben wir mit der Viehwirtschaft, sonst gibt es nichts. Überall nur Steine. Wir alle fühlen uns auf dem Land sicherer. In Istanbul haben wir oft Angst. Es kann jederzeit alles passieren, weil wir Kurden sind. Ich träume, dieser Laden würde mir gehören. Dieses Atelier würde mir gehören. Ich wünsche mir, ich wäre so wie Sie. Und warum bin ich nicht so? Warum wurde ich nicht hier hineingeboren? Ich gehe zum Militär, aber die Situation ist nicht gut. Deswegen sind meine Eltern sehr traurig. Sie machen sich Sorgen um mich. Wenn Sie meinen Sohn in den Osten schicken, vielleicht trifft er dann auf andere Kurden von der Gegenseite. Dann kämpfen Kurden gegen Kurden. Das macht mir Angst. Wenn man solche Stücke, wie wir sie uns jetzt ausgesucht haben, schön singen will, dann bedeutet das Arbeit. Eins, zwei, drei. Stellt euch bitte so im Raum verteilt auf, dass ihr wirklich genug Platz habt. Der Raum ist extra groß. Strecken und ausseufzen. Ach. Ich mache diese Meisterklasse. Was wir suchen, ist Musik zusammen zu machen. Für mich als professionelle Sängerin ist eigentlich das, was ich mit Leuten, die nicht Profis sind, zaubern kann, sehr viel spannender. Es wirklich Energie auch zurückgibt. Und dieser Sound, der dann entsteht, das ist natürlich der Spaß. Beim Singen werden die gleichen Stoffe ausgeschüttet wie beim Verlieren. Es ist ein Wunder, wie gut es klingt. Is strong love.